So, ich gehe zum Beispiel nicht um 0 Uhr ins Bett. Wenn ich um 0 ins Bett gehen würde, dann würde ich morgens bis 8, 9 pennen. Moin Rattenfänger. Dieses Nora-Mädchen im Loch ist richtig schön mager. Denk nicht mal dran. Said sagt Hände weg, sonst bringt sie auf der Auktion nichts mehr. Klingt, als wäre Nakoa hier. Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Alright. Kommst du davor? Ist da jemand? Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ist da jemand? So, den helfe ich jetzt sofort. Erstmal kurz looten. Da geht's nicht weiter. Ich guck mich mal hier um. Was haben wir denn hier? Hier ist noch ein Turm, ne? Vorratskiste. In Ketten, um versklavt zu werden. Nakoa? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los.
Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said. Für euch und eure Männer. Alright. Oh. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. Stufe 29 jetzt. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Holen wir jetzt mal die Lagerfeuer hier noch. Und den Medizinbeutel mache ich in der Zeit auch voll.
Frischer geht's nicht. Wie kommst du, dass du Horizon spielst? Bock drauf, Mergor. Ich will ja jetzt nach und nach immer mal wieder so Story-Games zocken, ne? Shuvi, danke für 57 Monate. Liebe geht raus. Ich hatte ja gesagt, ein Ziel für dieses Jahr wird sein, dass ich versuchen will, mehr Zuschauer im Bereich Story-Games mir aufzubauen. Meine Position ist aufgeflogen. Und Teil 2 mache ich mich hier danach dran. Also ich kann mal ein bisschen versuchen aufzuzählen, was ich so für Games im Visier habe, die wir jetzt alle zocken werden. So, wann welches drankommt oder in welcher Reihenfolge, kann ich jetzt nicht sagen, ne? Aber ich werde jetzt erstmal Horizon Zero Dawn zu Ende spielen. Danach werde ich mich an Horizon Forbidden West machen. Und dann habe ich noch im Visier Red Dead Redemption 2. Ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich auch mir mal Red Dead Redemption 1 anschauen. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Dann wollte ich als Story Games noch bringen Dark Souls 1, 2, 3 und Elden Ring. Elden Ring werde ich wahrscheinlich nochmal neu anfangen dann, weil meine Freundin hatte da, glaube ich, die VODs nicht runtergeladen. Demon's Souls soll ja für den PC kommen. Wenn das da ist, werde ich das auch spielen. In The Witcher will ich reingehen noch. Dann auch noch in einige Final Fantasy Teile. Vorrangig vor allen Dingen 8, 9 und 10. Resident Evil will ich in alle möglichen Teile reingehen. Vor allen Dingen in die Remakes und 7 und 8 noch als Let's Play für den Variety Time Kanal. Ghost of Tsushima gehe ich rein, wenn das für den PC auch rauskommt dann. Panda Legend, moin. Das sind so erstmal die Games, die ich so jetzt im Visier habe. Moin Kugelblitz. Nee, ich denke Kugelblitz, wenn ich mich ranhalte, werde ich dieses Jahr einiges schaffen davon. Ich glaube, dann als nächstes gehen wir jetzt erstmal da in Richtung des Dorfes. Gegen den kämpfe ich jetzt nicht, Leute, ne? Das macht jetzt für mich keinen Sinn. Wir haben vorhin eingelegt, um zu testen, ob ich die schon hinbekomme. Und ich habe es geschafft. Aber der frisst auch unfassbar viele Ressourcen und alles.
Laser, danke schön für den Follow. Ja gut, ich sag mal so, Kugelblitz, ne? Ich versuche mir natürlich auch ganz klar, muss ich an der Stelle ja auch sagen, mal, ne? Ich versuche mir natürlich ja auch Community aufzubauen. Und das geht in erster Linie vor allen Dingen bei solchen Games, wenn du viel streamst. Ich habe gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Garten gezeigt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren, Dreck, die Überraschungsspritze. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Ja. Ich habe meine Klinik gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht, aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie ruhig. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Wurm? So viel zum Plaudern. Hast du erreicht? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in den Grab. Die Sonne verliert es nie. Alter, ich mache ein Gespräch mit ihnen, komm wieder hier und dann habe ich hier schon wieder Stuff am Start. Das feiere ich. So kann das ruhig öfters hier laufen. Ich muss mich um nichts kümmern. Lagerfeuer entdeckt. Oh ja, hier. Es wird Zeit, wieder zurück an die Arbeit zu gehen. Aber ich nehme nicht ein. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? So, Kollege, bei dir kann ich jetzt erstmal ordentlich was verkaufen. Nee, Donnerkiefer ist, glaube ich, gar nicht das Größte. Das Größte ist, glaube ich, Behemoth. Okay, alright. Und nur der Sonnenkönig kann uns kennen. Das Sonnenreich hat sich verändert. Bessere Waren findest du nirgendwo. Bessere Waren findest du nirgendwo. Sieh dich doch mal um. Ich mach dir einen guten Preis. Hier gibt's nur die besten Waren. Der Sonnenkönig, der sich in eine Händlerstochter verliebt, viel lieber. So, da außen war noch ein Lagerfeuer.
Das holen wir jetzt auch noch schnell. Und ich würde sagen, danach mache ich mich an das Banditenlager. Genau, wenn wir da auch schon gerade sind, Banditenlager. Assassin's Creed will ich auch reingehen. Genau, Captain Broly. Ich wollte mir auf jeden Fall Assassin's Creed Valhalla anschauen, weil da haben viele gesagt, dass das wirklich richtig gut sein soll. Aber da hast du halt natürlich unfassbar viel zu machen, wenn du alles machen willst, ne? Je nachdem werde ich auch in Origin und Odyssey noch reingehen. Damit ich die als Sammlung für meinen Variety-Time-Kanal habe und vielleicht auch in alte Assassin's Creed-Teile mal gucken. Ich sag mal so, der Story-Games-Content, der wird auf jeden Fall nicht so schnell erschöpft sein. Das ist ein bisschen unlucky, dass sie jetzt auch schon hier waren. Wo ist sie? Hey, ich hab was gefunden. Klar, hab ich ihn einfach abgeknallt. Die nervt ja auch. Ihr werdet auch alle abgeknallt. Alle werdet ihr sterben, wenn ihr hier um die Ecke kommt. Alter!
Gefangenen der Banditen. So. Alter! Avatar! Die hat einfach ein Avatar-Cosplay. Ich habe schon zu viel dabei. So, jetzt gucken wir erstmal, wo hier gleich die Schatzkammer ist. Da ist die Schatzkammer. Das sind alles Schutzdinger, ne? Okay. Da müssen wir mal gucken, was ich hier in meinen Bogen setzen kann von... Holen wir mal so lange das hier rein. Ich kann die ja eh wieder rausmachen. So. Ich gehe aber nochmal strullern, Leute. Ich bin sofort wieder da. So. Da bin ich wieder, Leute. Ach, guck mal, da oben haben wir jetzt die Quest bei ihm, die wir abgeben können, ne? Das machen wir dann jetzt erstmal als nächstes. Ja, Sith Lord, ne? Du hast halt viel, viel Background-Story, ne? Oder auch wichtige Hauptstory, zum Beispiel zum Main-Character Aloy, ne? Wo die herkommt, was sie alles durchgemacht hat und so. Also ich würde schon sagen, Zero Dawn gibt schon viel Story, die grundlegend für Forbidden West wichtig ist und auch interessant. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an, in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Moin, Bucke. Ich sofort. Das Horizon Zero Dawn.
das Game. Du warst also mal Soldat. Für die Carja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Ja, Open World. Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Moin, Lucy. Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind? Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis, südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich, in der heißen, dunklen Steinzelle, konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. $10,000 XP. Boah. Das hat sich gelohnt. Guckt euch das mal an, ey. Alright. Da ist noch eine verseuchte Zone, ne? Da ist noch ein Lagerfeuer, was ich nicht habe. Genauso da ist auch noch eins. Oh, da haben wir auch wieder eine Brutstätte. Mhm. Ich würde sagen, ich fange erstmal an, hier mich hinzutippen. So, dann holen wir erstmal das Lagerfeuer. Game für die PlayStation 5 empfehlen. Oh ey, ich spiele sehr wenig PlayStation 5. Also ich spiele nur PlayStation 5, wenn ich dazu gezwungen bin, weil es irgendein geiles Game gibt und das aktuell erstmal nur für PlayStation verfügbar ist. Ansonsten versuche ich eigentlich so gut es geht zu vermeiden, auf der PlayStation zu zocken. Also generell, sobald es ein Game für den PC gibt, zocke ich es auf dem PC. Oh, sorry, Chat. Oh. Ei, ei, ei. Bob. Mhm. So, als nächstes gehen wir hier hin. So, der Medizinbeutel ist jetzt auch schon wieder gut gefüllt. Wichtig. Vor allem ist es für jeden anders was Gutes. Man kennt ja nie deine Vorlieben. Das ist sowieso das Schwierigste. In letzter Zeit kommen hier unfassbar viele Leute. Weiß nicht, vielleicht ist das auch Leuten, die hier schon länger zuschauen, mal aufgefallen. Aber es kommen unfassbar viele Leute hier in den Stream und fragen immer wieder, ey, G-Time, würdest du mir das Game empfehlen? Würdest du sagen, ich soll mir das holen? Wo ich mir jedes Mal denke, so, ey, Leute, ich will doch gar nicht darüber entscheiden, wofür ihr Geld ausgibt. Das müsst ihr doch selbst wissen. Gut, dass ich das gefunden habe.
Zeit ein bisschen. Ja, Riot, das ist auch gar kein Problem. Wenn die Leute fragen, ey Kevin, du hast ja auch das Game gespielt, ne? Kannst du mir sagen, wie du das fandest, ne? Dann ist das das eine, aber wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ey Kevin, würdest du sagen, ich soll mir das Game kaufen, ne? Das finde ich eher unangenehm zu beantworten. Weil ich will niemanden irgendwie sagen, ja, hol dir das Game und der ist nachher total enttäuscht von dem Spiel und hat sich das auf meine Empfehlung hingeholt. Vor allen Dingen, manchmal brauche ich ja auch meine Zeit, bis ich mir ein Urteil bilden kann, ne? Dragon's Dogma fand ich anfangs sehr geiles Game. Als ich dann aber durch war mit dem Spiel und gesehen habe, was das wirklich alles zu bieten hat, muss ich ehrlich sagen, war ich eher enttäuscht, ne? Schade. Ich denke weniger, dass das mit der Erwartungshaltung zu tun hat, Chitero. Also, ich sag mal, sie haben ja auch dort eine völlig verkehrte Erwartungshaltung geschaffen bei Dragon's Dogma, ne? Also Capcom. Also wenn man Dragon's Dogma mit zum Beispiel sowas wie... Monster Hunter vergleicht, dann wurde in dem Game unfassbar viel Potenzial verschenkt, ne? Und das ist eigentlich auch nicht der Capcom-Standard, der da geliefert wurde, in meinen Augen. Und ich sag mal, wenn man, sich nicht sicher ist oder ich weiß, ob das Produkt am Ende das hält, was es verspricht, dann sollte man natürlich auch versuchen, möglichst zu vermeiden, irgendwelche falschen Erwartungen zu erwecken bei den Leuten, ne? So, und da muss man halt ganz klar sagen, da ist ja vor allen Dingen von Capcom-Seiten her die Aussage gewesen, wegen dem, dass es keine Schnellreise gibt und man die nicht braucht, weil die Welt so viel zu bieten hat, ne? Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Sie waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Hoffentlich bin ich das.
es gut. Ja. Oh. Wieder dieses Rauschen. Also 100% im Sinne von perfektes Game oder Platin-Trophäe wahrscheinlich nicht, nein. Ich glaube nicht, dass das in meinem Stream gut Zuschauer unterhält, wenn ich jetzt zweimal das Game hintereinander durchspiele. Ich werde halt viel Quests und so machen, ne? Versuche alles mitzunehmen in dem einen Durchlauf, was geht. Aber ich werde jetzt nicht 100% im Sinne von machen, dass ich das Game noch extra danach auf ultra schwer durchspiele, um Platin oder so zu haben, ne? Die letzten 2-3 Jahre habe ich mir irgendwie fast keine Spiele geholt. Mal schauen, ob es das wieder mehr wird. Okay, wieso? Was genau meinst du jetzt? Wieder mehr? Dass du dir mehr Spiele holst, Shuvi? Ja, Red Bunny. Ich bin deswegen schon sehr auf Forbidden West auf PC gespannt. Ich habe das damals auf der PlayStation 5 abgebrochen. Einfach aus folgendem Grund. Ich habe von denen einen Key gekriegt für PlayStation 5. Für Forbidden West. Oh shit. Moment. Digga, das ist das, was ich meine, ne? Der haut links, rechts und dann kommt er nochmal mit seinen Klauen hinterher. So. Ich habe damals von denen einen Key für die PlayStation 5 für das Game bekommen, also für Forbidden West. Und dann bin ich auf der PlayStation rein. Und mir hat das Game auf der PlayStation Spaß gemacht. Aber was mich extremst gestört hat, war, dass das Game auf 60 FPS gecapped war. So. Und das hat mich extremst gestört, sodass ich mir gesagt habe, okay, Horizon Zero Dawn haben sie für den PC rausgebracht. Ich warte, bis Forbidden West auch für den PC kommt. Und dann gehe ich voll rein. Ja genau, habe eher mehr in Hardware investiert und bin bei den Spielen geblieben, die ich habe. Ja gut,
dann bringt natürlich auch nichts die neue Hardware, ne? Aber macht ihr nichts draus, Schuvi. Das erste Game, als ich ja den Rechner hier von Case King gesponsert bekommen hatte, der hat ja damals mit allem rund um knapp 10k gekostet. Das erste Game, was ich dann gezockt hatte, nee, nachdem ich die 4090 eingebaut hatte, war das, ne, glaube ich. Das erste Game, was ich dann gezockt habe, war Stardew Valley. Alright. 4090, 10900K habe ich drinne. Ja, das ist glaube ich so das Wichtigste. Ich habe halt noch eine sehr gute Capture-Card drinne, die kann 4K und alles. Aber da Twitch noch nicht so weit ist, kann ich das halt noch nicht zur Geltung bringen. Gaming Styles, moin, alles gut, ja, und selbst? Ah, ich muss wieder mit den Dings weiterfahren, okay. Das nehme ich mit. Alright, was ist denn hier? Maschinenkern groß, nice. Hier sind auch nochmal zwei Behälter. Alles klar, danke, weil ist nicht so meins. Joa, das ist mir völlig Wumpe.
Moin, Gibbo. Hallo. Gott. Voll. Ja. Digga, ist das nervig mit den Stolperfallen und so, ne? Die da so oft drüber laufen. So. Alright. Den haben wir. Ich werde die so zupflastern hier. Digga. Komm. Forbidden West habe ich damals angezockt, ja, aber nicht so viel, dass ich da jetzt einen guten Vergleich ziehen könnte aktuell. Ich würde gerne beide Games erstmal durchspielen, bevor ich mir da ein Urteil drüber erlaube, weißt du?
Okay, von wo bin ich gekommen? Wie so ein mechanisches Herz. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Jetzt irgendwo hier hin. Oh. Das habe ich aber jetzt noch nicht fertig hier, ne? Da bin ich noch nicht durch. Hier muss es doch eine Möglichkeit geben, dass ich oben an die Dings drankomme. Ah. Oh, komm. So. Hier geht's weiter, ne? Wow, was ist das denn? Wie riesig ist denn hier dieser Komplex, bitte? Jetzt checke ich, glaube ich, auch, wo ich lang muss. Thank you.
Ich glaube, da komme ich gar nicht, oder? Da muss ich hin. In den Bauch dieser riesigen Bestie. Mal lang. Hier hoch. Geht's weiter? Da muss ich hin. Moin, seit Tagen schon am Zuschauen, macht echt Spaß. Dankeschön, Lars. Freut mich zu hören, Mann. Kommen wir denn hier hin? Gucken. Nein, nein, die erste Brutstätte ist viel kleiner. Die ist ja schon richtig riesig. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Sieht aus, wenn die da einen Kroko unten machen, ne? Ja, ist ein Kroko. Den Kroko fighten ist in Ordnung, den krieg ich hin. Der ist nicht schwer. Digga, ist das eine Kacke. Also die haben so ein geisteskrankes Auto-Aim, die Gegner hier. Holy shit. Feuerspule. Da muss
müssen wir mal gucken. Feuer und Schock erhöht. Oh. So. Jetzt kann ich hier... das reinmachen. Perfekt. Ich habe aber gerade hier auf der Karte was gesehen. Hier ist noch eine Quest, ne? Ich kann hier noch nicht schnell reisen. Mittlerweile Stufe 30, ne? Das ist nicht schlecht.